In diesem Video gibt es ein Update zur PayPal-Aktienanalyse, die jetzt fast auf den Tag genau ein Jahr her ist. Und in der Zeit hat sich das Unternehmen etwas gewandelt, aber vor allen Dingen der Aktienkurs hat sich stark verändert. Und darauf werfen wir jetzt einen genaueren Blick, schauen uns an, was das genau bedeutet und wie man mit der aktuellen Situation umgehen kann. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir sprechen heute mal wieder über PayPal, denn wir sprechen heute über das Update zur Aktienanalyse und das Ganze basiert wie immer auf der Umfrage in der YouTube-Community. Da habe ich ja jetzt alle zwei Wochen im Wechsel, zumindest mal testweise, einmal eine unbekanntere Firma, das war beim letzten Mal Old Dominion Freight Line, und dann eben wieder bekanntere Firmen und da habt ihr diesmal für PayPal abgestimmt. Deswegen schau auch das nächste Mal in die Umfrage auf der YouTube-Community immer von Samstag bis Dienstag rein und stimme mit ab, welche Firma ich als nächstes analysieren soll. Jetzt genug der Vorrede, geht's los mit PayPal und wie immer schauen wir auf den langfristigen Chart des Unternehmens und auf des Aktienkurses. Und der geht ja jetzt, wie gesagt, nicht ganz so lange zurück, das haben wir auch beim letzten Mal schon besprochen, hier bis 2015, als der Börsengang war. Und die letzte Analyse, die war tatsächlich fast kurz vor dem Allzeithoch, muss man sagen, kurz nach dem Allzeithoch, kurz vor dem nächsten Hoch. Und das war hier im Februar 2021. Und auch damals haben wir schon darüber besprochen, was jetzt die aktuelle Situation ist, wie das Unternehmen dasteht. Und jetzt kann man ja mal wirklich 12 Monate später ein sinnvolles Update zur Aktie, aber eben auch zum Unternehmen machen. Und das gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Was hat sich jetzt in den letzten 12 Monaten beim Unternehmen an sich geändert? Da gibt es hier ein paar interessante Informationen. Zum einen wurde jetzt hier auch die neue App von PayPal komplett ausgerollt. Sie nennen das jetzt eben die digitale Geldbörse, Digital Wallet. Das haben sie im Prinzip ausgerollt, um noch mehr Zahlungslösungen anzubieten, auch über ihre App hinweg, sodass es noch einfacher ist, Geld zu senden, Geld zu empfangen. Eben aber auch andere Dinge zu tun, wie zum Beispiel eben auch Dinge zu handeln und auch gerade für Händler Dinge zu bezahlen und Zahlungen zu empfangen und eben auch Geld zu verwalten, wie bei einem digitalen Konto. So ähnlich muss man sich das vorstellen. Das haben sie eben überarbeitet im letzten Jahr und hier weiterentwickelt. Außerdem haben sie das Ganze auch international nochmal sozusagen weiter ausgerollt, was sie schon in Amerika angeboten haben. Zum Beispiel eben ihre Pay-Later-Lösung, also dieses Zahlen auf Raten, was ja jetzt so nach und nach mehr und mehr im Gang gekommen ist. Klarna war da ja in Europa einer die das am ersten auch angeboten haben. PayPal hat das ja hier auch eingeführt, erst in Amerika. Mittlerweile dürfte das jeder, der mit PayPal schon mal gezahlt hat, auch gesehen haben, dass da jetzt eben dabei steht, Ratenzahlungen zu den und den Konditionen. Das wurde ja eben auch in Deutschland letztes Jahr eingeführt. Und das ist eben auch eine der Möglichkeiten. Was auch eingeführt worden ist, dass man mittlerweile beim Bezahlen auch mit Kryptowährungen bezahlen kann über PayPal. Zumindest in kleinen Bereichen, in Teilen hat das PayPal mittlerweile eingeführt. Gerade in Amerika eben. Sie haben hier Zettel in Amerika übernommen und gerade der Bereich Venmo, das gehört ja ebenfalls zu PayPal und das ist ja so ein bisschen, ich höre das auch von Square bzw. jetzt Block kennen, die eher ja auch kundenorientiertere, eher ein bisschen jüngere, modernere Variante von PayPal, wo es darum geht, eben nur über die App Zahlungslösungen zu bieten. Und hier wurde Venmo eben noch weiter ausgerollt und eben noch mit weiteren Möglichkeiten versehen. In Deutschland kennen wir das nach wie vor nicht, daran hat sich nach wie vor nichts geändert. Das ist weiterhin sehr stark auf Amerika begrenzt. Aber sie haben hier im Prinzip mittlerweile eine eigene Kreditkarte herausgebracht. Man kann mittlerweile Kryptowährungen da halten, kaufen und verkaufen. Es gibt eben Möglichkeiten, hier eben auch ganz normal zu kaufen und zu verkaufen. Und es gibt jetzt auch Business-Profile. Das heißt, man kann da jetzt eben auch ein Geschäftsprofil auf Venmo eröffnen. Das heißt, PayPal hat sich fundamental, also von den Produkten, von dem, was sie tun, einfach weiterentwickelt. Sie haben nicht komplett was Neues rausgebracht. Aber man sieht einfach, wie das Unternehmen sich innerhalb von einem Jahr erweitert hat und die bestehenden Lösungen weiter implementiert, weiter optimiert, weiter ausgerollt hat und sich einfach als Unternehmen an sich weiterentwickelt hat. Wenn man mal schaut, auch das ist mal interessant zu sehen, PayPal ist nach wie vor auch die am meisten akzeptierte Zahlungslösung, 76% der in Nordamerika und in Europa der Online-Verkäufer sozusagen akzeptieren PayPal, während gerade mal, und das ist auch schon mal interessant zu sehen, Apple Pay bei 27% liegt, aber Apple Pay hat es ja damit in relativ kurzer Zeit geschafft, hier auf Platz 2 zu kommen, hinter PayPal und da eine relativ hohe Akzeptanz in relativ kurzer Zeit zu schaffen. Amazon Pay 15%, Google Pay
13%, die hinken da noch hinterher, hinter PayPal sowieso weit hinterher, aber muss auch sagen, Apple Pay hat hier relativ viel geschafft. Gibt dann auch noch Affirm, Afterpay und ShopPay. ShopPay kenne ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht, die anderen schon eher. Und dann sieht man nach wie vor, was PayPal hier für eine ja, absolut unangefochtene Platz-1-Position hat, wenn es darum geht, als Zahlungsanbieter ja, de facto der Standard zu sein in Online-Lösungen. Zumindest, wenn es eben hier darum geht, auch präsent zu sein Richtung Kunde. Es gibt natürlich noch andere Zahlungsdienstleister, die eher im Hintergrund aktiv sind, wenn man einfach nur die Kreditkarte anbietet, wie wir das zum Beispiel auch kennen von den holländischen Kollegen, der Name mir jetzt gerade nicht einfällt, oder eben auch Stripe aus Amerika, die eben hier im Hintergrund sozusagen Zahlungslösungen anbieten für die Dienstleister. Aber jetzt hier sozusagen, die auch das Gesicht zum Kunden sind, ist PayPal ganz weit vorne und Apple Pay hat hier sozusagen mit aufgeholt und macht PayPal hier so ein bisschen nicht den Rang streitig, aber zumindest gräbt es so ein bisschen etwas ab. Wenn man mal schaut, wie hat sich das Geschäft jetzt so entwickelt innerhalb der letzten 12 Monate oder auch eben über die einzelnen Quartale hinweg, dann sehen wir mal vom Grundsatz her, und das ist jetzt auch vor allen Dingen interessant hier im Zusammenhang mit eBay, weil das war ja auch so ein Punkt, dass eBay PayPal nicht mehr standardmäßig als Zahlungslösung anbietet, dass da eben sehr viel Umsatz wegfällt, dass PayPal das jetzt nicht ganz so extrem trifft, wie man gedacht hat. Im Endeffekt hat das jetzt im letzten Quartal 2021 nur noch 3% und auch hier 3% eben vom Umsatz ausgemacht. Hier einmal vom Revenue 3%. Das war hier vor einem, also vor 2 Jahren im Q4 2020 gerade noch, oder noch bei 10%. Das heißt, wir haben gesehen, dass Umsätze zurückgegangen sind von PayPal bei oder von eBay bei PayPal, aber dass das ohnehin nicht mehr so extrem viel ausgemacht hat, dass das jetzt extrem sozusagen den Umsatz beeinflusst. Natürlich sind 3% vom Umsatz immer noch ordentlich, aber es ist eben nicht mehr dieser extreme Impact, den man vorher erwarten konnte, und damit versucht PayPal eben auch zu zeigen, dass man nicht ganz so abhängig ist von eBay an sich. Wenn wir mal schauen, wie hat das dann jetzt tatsächlich den Umsatz beeinflusst, und da sehen wir jetzt die aktuellsten Daten hier vom 31.12.2021. Das letzte Mal, als wir geguckt haben, waren wir hier unten. Und dann sehen wir vom Grundsatz her schon, dass der Umsatz auch weiterhin gestiegen ist. Also auch hier weiterhin eine positive Entwicklung. Wir sehen, die Margen sind etwas zurückgegangen, zumindest die Bruttomarge ist etwas zurück. Die operative Marge hat sich dabei weiter erhöht. Nettomarge ist auch ein bisschen zurückgegangen. Und jetzt können wir hier tatsächlich auch mal so ein bisschen in den Ausblick schauen. Man muss immer hier aufpassen, das ist jetzt gerade mal die nächsten Quartalszahlen. Aber hier zum Ende 2022 wird auch weiterhin mit einem starken Umsatzwachstum und auch für die nächsten Jahre durch die Analysten mit einem starken Umsatzwachstum gerechnet. Wir sehen aber auf jeden Fall, auch dadurch, dass eBay Umsätze abgezogen hat von PayPal, konnte das Unternehmen an sich trotzdem die Umsätze weiter steigen. Und das fundamentale Geschäft läuft weiterhin gut. Wenn wir mal schauen, wie ist denn jetzt die Umsatzverteilung bei den einzelnen Segmenten, dann ist nach wie vor der Großteil, 92%, eben transaktionsbasiert. Da hat sich nicht so allzu viel geändert. Minimal mehr sind jetzt diese Value-Added Services geworden. Die spielen jetzt aber eine untergeordnete Rolle, wenn man das jetzt mal vergleicht mit den reinen Transaktionsumsätzen. Regional hat sich da auch nicht ganz so viel getan. Ein bisschen größerer Anteil ist mittlerweile in Amerika. Das war Ende 2020 bei 51%, mittlerweile sind es 54%. In anderen Ländern hat hier PayPal so ein bisschen verloren, zumindest prozentual, einfach weil Amerika stärker gestiegen ist. In Summe sind aber alle Länder gestiegen, muss man sagen, außer Großbritannien. Die haben nach wie vor eigentlich den gleichen Umsatz, auch wenn jetzt halt der prozentuale Anteil von Großbritannien hier ein bisschen zurückgegangen ist. Aber interessant, dass allein Großbritannien 9% ausmacht und hier als eigenes Land aufgeführt wird, wenn ansonsten nur Amerika oder andere Länder dargestellt werden. Wenn wir jetzt mal gucken auf den Gewinn, das wird dann schon ein bisschen interessanter. Da sehen wir, das ist ein bisschen genau dieses Problem, womit PayPal dann auch zu kämpfen hatte. Nämlich, dass zwar der Umsatz gestiegen ist, aber dass die Marge, zumindest jetzt hier auch mal die Nettomarge, nicht dazu gesorgt hat, dass es einen riesen Gewinnanstieg gab von Ende 2020 auf Ende 2021. Das heißt, was in den Kursen auch irgendwo eingepreist war scheinbar, war dieser starke Anstieg und dieser starke Corona-Profiteur, der hier von Ende 2019 bis Ende 2020 sehr stark auch im Gewinn zugelegt hat und dann dieses Niveau lediglich halten konnte und nicht mehr leider weiter steigern konnte. Das haben wir auch gerade bei den Margen gesehen. Die Umsätze sind weiterhin gestiegen, aber leider bei den Margen nicht, weil man auch weiter stark investiert hat. Im Cashflow sieht man durchaus weiter eine Steigerung. Das heißt, da soweit alles okay. Und jetzt kommt so ein bisschen das Problem, dass eben auch der Ausblick negativ ist. Und das werden wir auch gleich beim Chart sehen. Das wurde in den letzten Zahlen auch angekündigt. Der Ausblick, und das sind auch die Analystenstimmungen für 2022, der geht ebenfalls von einem Gewinnrückgang aus, bevor er dann tendenziell wieder ansteigt. Wobei man muss immer umso länger die
Die Analyse in die Zukunft geht, die Prognose in die Zukunft geht, umso mehr muss man aufpassen, was denn hier prognostiziert wird. Es wird übrigens auch eine Dividende prognostiziert für 2022 und 2023. Da bin ich mal gespannt, ob die wirklich kommt oder nicht. Das sind jetzt mal nur Analysenprognosen. Mal gucken, ob dann da wirklich was kommt. Das werden wir erst im Laufe des Jahres erfahren oder sehen, ob hier wirklich was ausgezahlt wird oder nicht. Und ob PayPal damit dann tatsächlich auch mal in die Dividendenzahler reingeht. Leisten könnten sie sich mit Sicherheit. Und vielleicht würde das dann auch dafür helfen oder dazu helfen, dass die eine oder andere große Investor oder Pensionskasse dann eben auch mal in PayPal investiert. Und dann könnten natürlich auch da neue Gelder in die Aktie hineinfließen. Schauen wir mal in die Bilanz. Auch da hat sich jetzt nicht allzu viel getan. Vom Grunde her, das Kernvermögen wurde gesteigert. Cash und Wertpapiere ist ein bisschen zurückgegangen. Wenn wir uns das angucken, der Goodwill ist ein bisschen gesteigert worden. Auch die Treasury Stocks sind ein bisschen gesteigert worden. Die Schuldenquote ist eigentlich gleich geblieben, sogar ein bisschen zurückgegangen. Die zumindest zu verzinsenden Schulden, auch wenn die Gesamtschuldenquote, aber das ist jetzt nicht weiter verwunderlich, ein bisschen anders gestiegen ist. Und da sehen wir, rein fundamental ist das Unternehmen stocksolide, hat eine solide Bilanz, alles bestens, da gibt es überhaupt nichts. Das ist eigentlich eher eine gesunde, sinnvolle Steigerung, was wir da sehen. Und was wir eben auch gesehen haben bei den Treasury Stocks, das Unternehmen hat leicht Aktien zurückgekauft. Dementsprechend sind auch die Treasury Stocks, also die eigenen Aktien in der Bilanz sozusagen vergrößert worden. Und insofern alles gut. Gucken wir mal auf die Multiples, also KGV, KUV und so weiter. Und als wir da letztes Mal drüber gesprochen hatten, hier so im Februar 2021, da war es ja tatsächlich so, dass sämtliche Kennzahlen erhöht waren, egal ob KGV, KCV oder KUV. Und jetzt nach dem starken Abverkauf sehen wir durchaus, dass wir hier überall unter den historischen Durchschnitten sind. Und zwar sind wir jetzt hier in den historischen Durchschnitten, naja, mal der letzten 5 Jahre, viel länger geht es ja an der Börse nicht zurück. Hör mal gucken, das bilanzielle KGV hat einen historischen Schnitt von 47, im Moment sind wir bei knapp 30. Das gleiche gilt jetzt mal, wenn wir auf KUV gucken, also das Kursumsatzverhältnis, historischer Schnitt 7, jetzt liegt es bei 4,8. Das heißt, wir sehen, wir sind ordentlich zurückgekommen. Das ist nicht das erste Mal so, wir hatten das hier auch zum Beispiel in der Corona-Krise, da hatten wir ähnlich niedrige Multiples oder hier auch eben 2015, 2016, 2017, bevor es dann eben auch gerade nach Corona so extrem angestiegen ist. Und jetzt sehen wir hier eine, naja, vielleicht Korrektur, ein Zurückgehen auf das Mittelmaß, das natürlich durch den kurzen Zeitraum auch ein bisschen erhöht ist. Wenn wir jetzt mal auf die ersten Bewertungen schauen, wie zum Beispiel den Piotrowski-Score, dann sehen wir 5 von 9 vom Grundsatz her, also grün soweit von der Entwicklung, lediglich die Liquidität ist zurückgegangen. Neues Eigenkapital wurde hier aufgenommen, Produktivität ist ein bisschen zurückgegangen, Kapitalrendite ist zurückgegangen. Ja, also so ein paar Dinge, wo man sagen kann, ja, nicht ganz so optimal, aber vom Grundsatz her auch, wenn man sich ansonsten die Entwicklung von PayPal anschaut, nicht so schlimm. Gehen wir mal auf den Levermann-Score, was hier gesagt wird, und die raten eben zum Verkauf, also keine Empfehlung zum Kaufen. Und das liegt vor allem daran, dass wir hier immer noch ein recht hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis haben, entsprechend Levermann. Wir haben eine negative Kursentwicklung und wir haben eben eine negative Veränderung der Gewinnschätzung, eine negative Reaktion auf die Quartalszahlen und eben auch nochmal Punktabzug fürs Kurs-Buchwert-Verhältnis. Also insofern damit PayPal hier aus allen Linien von Levermann eben im Moment kein Kauf, sondern eben eher ein Verkauf. Aber das kann sich ja alleine auch durch die Änderung des Kurses oder eben auch durch die weiteren Quartalszahlen hier jederzeit ändern. Das heißt, das ist jetzt mal nur ein Stand der Dinge für den Moment. Gehen wir mal den Aktienfinder zurück und gucken uns da mal die Bewertung an auf Basis der historischen Kennzahlen. Und wenn wir uns das jetzt hier mal ansehen, dann sehen wir ja hier im Prinzip die Kursentwicklung in schwarz. Wir sehen hier in grün den fairen Wert auf Basis des Gewinns. Wir sehen die gestrichelte Linie, das ist die auf Basis des bereinigten Gewinns und hier die hellgrüne Linie auf Basis des Cashflows. Und was wir sehen können ist, dass die Aktie ja schon immer mal unter diesen Durchschnitten war. Dann ging es nach Corona extrem nach oben. Einer der ganz großen Corona-Profiteure, weil eben alles ins Online-Geschäft gegangen ist. Und jetzt hier jüngst tatsächlich wieder der starke Abverkauf, hier auch deutlich unter die fairen Werte. Und damit im Moment ist die Aktie tatsächlich absolut fair bewertet, laut dem Aktienfinder und laut den historischen fairen Werten. Und es ergibt sich ein theoretisches Kurspotenzial von um die 200%, 33% pro Jahr bis Ende 2025. Wie gesagt, muss man immer ein bisschen mit Vorsicht betrachten. Hinten raus gibt es immer weniger Analysten, die so etwas dann tatsächlich prognostizieren. Und meistens liegen die dann auch ordentlich daneben. Aber wir sehen zumindest mal, wenn PayPal tatsächlich wieder die normale Kursentwicklung aufrechterhalten könnte, ergäbe das auf jeden Fall durchaus einiges an Potenzial. Schauen wir mal in den Chart hinein.
und gucken uns mal den Chart an. Ich habe ja hier schon den langfristigen Chart gezeigt. Habe hier auch schon gezeigt, hier im Februar 2021, das war der Zeitpunkt der letzten Analyse. Und dementsprechend ist es ja mal interessant zu sehen, was habe ich denn damals bei PayPal besprochen, was haben wir uns damals angeguckt. Und dann gucken wir einfach mal auf hier den Screenshot, den ich damals gezeigt habe. Das war eben hier Februar 2021, Ende Februar. Das ist jetzt hier Tagesdarstellung. Da hatten wir noch gesehen, wir haben hier diesen ersten Peak nach oben gehabt. Dann hatte sich ja hier dieser Boden geformt. Danach ging es ja tatsächlich auch nochmal hier oben drüber. Das heißt, dieser Boden hat erstmal gehalten und dann ging es unten drunter. Das heißt, wir haben dann im Nachgang hier so einen Doppeltop entwickelt. Und ich hatte damals schon gesagt, naja, es gibt durchaus das Potenzial, dass die Aktie mal noch 48% abgibt, so um den Dreh rum. Und das war das damals, wo ich gesagt habe, da muss man einfach aufpassen, wenn tatsächlich hier diese Unterstützung nach unten durchbrochen wird, dann ist es gefährlich, dann kann es eben auch tiefer nach unten gehen. Und da darf man solche fairen Werte nicht grundsätzlich aus den Augen wischen, nur weil es in dem Moment sehr gut gelaufen ist. Und ich erinnere mich noch an einige Kommentare, die so ein bisschen gesagt haben, okay, so eine Aktie wie PayPal, die kann gar nicht 48% fallen. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass so ein Schwergewicht noch so fällt. Die Firma verdient ja sehr viel Geld. Das ist ein stabiles Unternehmen, was es ja auch ist. Das haben wir gerade fundamental gesehen. Aber das heißt ja nicht, dass der Aktienkurs nicht entsprechend einbrechen kann. Wenn man mal schaut, von dem Punkt hier, da, wo wir es damals angeguckt haben, bis heute sind das ungefähr 60% Kursrückgang, die so ein fundamental gutes Unternehmen wie PayPal gemacht hat. Jetzt stellt sich immer die Frage, warum? Was ist denn da eigentlich passiert? Und warum wird eine Aktie so stark abgestraft? Gibt es da noch größere Probleme? Und das ist immer so ein bisschen die Frage nach dem Warum. Das Interessante ist, die meisten fragen immer nur nach dem Warum, wenn es runtergeht, aber fragen nicht nach dem Warum, wenn es hochgeht. Weil hier war ja jedem klar sozusagen, dass es stark steigt, weil PayPal ja sozusagen die Zukunft ist und alle zahlen jetzt nur noch online. Dadurch, dass es sich ja jetzt auch so ein bisschen wieder relativiert hat und dass wir sehen, naja, gerade auch durch die letzten Quartalszahlen, dass das jetzt auch wieder ein bisschen einen Dämpfer bekommt und dass der Ausblick auch ein bisschen reduziert worden ist und dass PayPal, wie wir auch gesehen haben, von anderer Seite, wie zum Beispiel Apple Pay und Co., eben auch ein bisschen ja, Wettbewerb ins Gesicht weht, dass das eben nicht einfach nur ins Unendliche projizierbar ist, sondern dass es eben auch durchaus für Unternehmen, die gutes Geld verdienen, Probleme geben kann im weiteren Kursverlauf, wenn einfach diese Zukunftserwartungen nicht mehr da sind. Denn an der Börse wird auch einfach immer die Zukunft gehandelt. Und dann ist es egal, was jetzt mal gerade fundamental oder grundsätzlich gut läuft, wenn die zukünftigen Erwartungen einfach nicht mehr so da sind, wie sie im Kurs eingepreist sind, dann kommt da einiges zusammen. Und das war jetzt bei PayPal der Fall. PayPal hat nämlich gleich mehrere Probleme gehabt, was die jetzt zusammengekommen sind leider. Das kann man auch nicht vorhersehen, sondern das passiert und dann muss man darauf reagieren. Und bei PayPal war es jetzt einfach so, sie haben natürlich eine sehr starke Marktposition, die sehr angriffsgefährdet ist, einfach dadurch, dass natürlich sehr viele große Player mit sehr viel Geld wie Amazon, Google und Apple versucht haben, auch eben diesen Bereich ein Stück abzugreifen. Wenn man dann schon einfach der Marktführer ist, dann kann man eigentlich fast nur noch verlieren. Höchstens natürlich der Gesamtmarkt wächst sehr stark weiter. Wenn der dann aber auch sozusagen nach Corona sozusagen sich ein bisschen abgeflacht hat und auch da die Zukunftserwartungen zurückgehen, dann ist das schwierig. PayPal hat auch extrem hohe Gebühren für das, was man dort macht. Das heißt, viele Händler versuchen auch PayPal irgendwie zu umgehen bei ihren Kunden oder verlangen sogar extra Gebühren, wenn man mit PayPal bezahlt, einfach weil die PayPal-Gebühren im Vergleich zu anderen Zahlungsmöglichkeiten wie SEPA-Lastschrift oder auch alleine Kreditkarte relativ hoch sind und dementsprechend gibt es da so ein paar Dinge, die einfach auch auf die Marge wirken und die auch weiterhin gefährlich sind. Weil wenn PayPal jetzt hier in einen Bieterwettkampf eintritt oder einfach auch in einen größeren Wettbewerb eintritt und ihre Transaktionsgebühren reduzieren müssen, dann hat das eine extreme Auswirkung natürlich auch auf ihren Gewinn. Und dann ist diese ganze Bewertung irgendwo passé, selbst die heutige Bewertung wäre passé. Jetzt ist das aber nicht gerade immanent, das steht nicht vor der Tür. PayPal hält die Gebühren relativ stabil. Das Einzige, was jetzt im Moment passiert ist, muss man sagen, ist auf der einen Seite, dass hier diese zum Teil gewisse Übertreibung durch Corona abgebaut worden ist. Aber was hier auch noch mit dazu kommt, und das spielt jetzt auch noch eine Rolle mit, wir haben natürlich ein negatives Marktumfeld im Moment durch die Ukraine-Krise. Und davor gab es natürlich auch schon negative Auswirkungen durch die Zinserhöhung in Amerika. Denn die amerikanische Notenbank Federal Reserve hat ja tatsächlich auch schon angekündigt, dass sie die Zinsen jetzt zum März 2022 erhöht. Das führt natürlich dazu, dass die Bewertung eines Unternehmens auch geändert wird. Jetzt hat PayPal hier kein Problem mit Schulden und muss deswegen mehr Zinsen zahlen, sondern das Problem ist eigentlich eher, dass natürlich große institutionelle Investoren hingehen und den Leitzins auch als Basis für ihre Bewertungsmodelle nehmen, um zu sagen, was ist denn so eine Aktie heute wert.
steigt der Zinssatz, und das kann man ja schon antizipieren, was da passiert, dann ändert sich auch das Bewertungsmodell und damit ist die Aktie im heutigen Umfeld weniger wert. Kommt dann noch so ein bisschen geringeres Wachstum dazu und ein schlechterer Ausblick, dann hat man sozusagen ja, drei Probleme, die zusammenkommen. Zinserhöhung mit niedrigerer Bewertung, man hat die Ukraine-Krise und man hat eben noch die schlechteren Erwartungen, den schlechteren Ausblick des Geschäftsmodells. Und dann haben wir hier einen Einbruch und das, obwohl das Geschäftsmodell eigentlich nach wie vor gut und solide ist, gute Gewinne abwirft und jetzt einfach eine komplette Neubewertung durchläuft, muss man tatsächlich sagen. Jetzt ist ja die Frage, ist ja alles schön und gut, hilft mir relativ wenig. Wie gehe ich denn jetzt damit um, wenn ich in der Aktie bin oder wenn ich vielleicht überlege, in die Aktie einzusteigen? Wann ist denn da der richtige Zeitpunkt? Und deswegen gucken wir uns das mal noch ein bisschen näher an und gucken auch einfach mal, was jetzt hier passiert ist. Wir sehen nämlich hier auf der einen Seite, wir hatten jetzt hier diesen starken Abverkauf, diesen extremen Abverkauf auch zwischenzeitlich, wo wir hier nach sehr guten Zahlen diesen Schub nach oben gesehen haben, haben wir jetzt hier nach schlechten Zahlen eben diesen Schub nach unten gesehen. Das hat auch erstmal gehalten hier, zumindest in der einen Woche, genau auf diesen Unterstützungsniveaus, bevor es dann eben noch weiter hier unten durchgefallen ist. Wenn wir mal gucken, dann sehen wir auch, dass wir hier einen Aufwärtstrend haben seit 2016, der ja hier auch bei Corona berührt worden ist, der ja auch hier erstmal genau an diesem Punkt wieder gehalten hat, dann ging es unten drunter, wurde von unten angetestet und dann ging es unten weiter. Das heißt, wir haben hier wirklich einen wichtigen Punkt gesehen, wo die Aktie unten drunter gefallen ist und das ist erst schon mal schwierig. Jetzt ist ja die Frage, wo sind denn die nächsten Unterstützungspunkte? Da gibt es auf der einen Seite erstmal hier so dieses Niveau, wo es auch schon vor Corona hier mal so tief gegeben hat. Da hat es dann auch kurz zwischenzeitlich bei Corona ein bisschen reagiert, hier auch auf dem Niveau. Dann sehen wir hier im Nachgang Tiefpunkte, die irgendwo hier in dieser Zone sind. Also das ist jetzt nicht unbedingt als direkte Linie zu verstehen, sondern eher als Zonen, in denen sich das befindet. Und wenn wir jetzt gucken, wir sind ja im Moment so ungefähr bei $100, zumindest ist das jetzt mal der Stand von 23.02.2022 zum Ende des Tages. Und wenn wir jetzt mal gucken, die erste Unterstützung, die liegt hier eher so bei $95 in dem Dreh rum und die nächste Zone ist dann irgendwo hier so zwischen $78 bis $72, wo dann wieder eine Unterstützung sein könnte. Und dementsprechend sehen wir, im Moment besteht da durchaus auch noch weiteres Abwärtspotenzial. Das heißt, das muss noch nicht vorbei sein bei PayPal, das kann durchaus auch noch tiefer gehen, bevor das einen Boden findet. Aber ansonsten wird die Aktie mit Sicherheit jetzt nicht einfach pleite gehen, weil das Unternehmen wächst, das verdient gutes Geld und die Marktposition ist nach wie vor sehr stark. Höchstens natürlich, sie müssten irgendwie durch stärkeren Wettbewerb und nochmal durch starke, schlechten Ausblick oder schlechte Zahlen tatsächlich nochmal Dinge revidieren, dann würde sich das auch nochmal revidieren. Aber vom Grundsatz her, die Position ist gut, jetzt findet im Prinzip eine Neubewertung des Geschäftsmodells statt. In einer schwierigen Marktphase, in der wir gerade uns befinden, hatte ich ja gerade beschrieben. Das heißt, da kommen einfach ein paar Dinge zusammen und irgendwann wird das Ganze auch einen Boden finden und dann aller Wahrscheinlichkeit nach eben wieder in die Steigungsrate kommen. Die Frage ist eben nur wann und da muss man eben so lange abwarten. Wenn wir jetzt mal schauen, wir gehen mal auf den täglichen Kurs und gucken uns genau das an. Da sehen wir hier nämlich genau diesen Punkt, wo es hier vor den Zahlen eigentlich positive Erwartungen gab. Da sind vor den letzten Quartalszahlen sogar eher Käufe gekommen. Das war eigentlich erstmal ein positives Zeichen. Dann kam ein negativer Ausblick, negative Überraschung. Und dann kam hier dieser Einbruch nach unten. Interessanterweise genau hier, wo auch mal das Allergleiche passiert ist auf der Gegenseite. Da kamen sehr gute Zahlen, da ging es nach oben weg. Jetzt wurde im Prinzip alles negiert. Im Prinzip haben wir hier wieder eine Lücke, die entstanden ist. Und jetzt sind wir einfach hier weiter durchgefallen. Wenn wir mal schauen, wir haben hier einen klaren Abwärtstrend, der hier läuft, der hier auch wieder berührt worden ist, an dem der Kurs dann abgeprallt ist. Das heißt, hier müsste es auch erstmal oben drüber bekommen, bevor man überhaupt mal drüber nachdenkt, in die Aktie reinzugehen. Natürlich sehen wir, dass sich dieser Abwärtstrend jetzt hier nochmal beschleunigt hat. Aber selbst wenn das jetzt hier nach oben durchbrochen wird, heißt das nicht, dass dieser flachere Abwärtstrend nach oben tatsächlich am Schluss auch verlassen wird. Deswegen würde ich hier einfach mal abwarten, ganz geduldig. Man muss jetzt hier nicht irgendeine Wende, irgendeinen Boden antizipieren und darauf hoffen, dass da jetzt irgendwas passt. Ich kann jetzt auch keinen Preis nennen, bei dem ich sage, ab $100, ab $90, ab $80 oder was auch immer wird die Aktie attraktiv. Das ist alles Mumpitz. Dafür gibt es einfach zu viele Dinge, die immer wieder auch die Welt verändern, wie zum Beispiel auch die Unternehmenszahlen, der Ausblick des Unternehmens an sich, Wettbewerbssituationen, kriegerische Handlungen, Zinserhöhungen. Da gibt es zu viele Dinge, dass man nicht einfach berechnen kann, so jetzt, wenn die Aktie jetzt heute bei $70 ist, dann ist sie attraktiv, sondern das muss man dynamisch bewerten anhand der aktuellen Situation. Dementsprechend, solange die Aktie fällt, solange es ein fallendes Messer ist, muss ich da nicht reingreifen. Wenn sie wieder ins Steigen kommt und ich nicht der Einzige bin, der glaubt, dass die Aktie steigt, dann kann man sie kaufen.
Aber im Moment bin ich nicht in der Aktie investiert. Ich war bisher auch nicht investiert. Ich hatte ja damals schon gesagt, dass ich nicht in die Aktie investiert war, weil ich einfach nie den Punkt hatte, wo ich in die Aktie mal reingegangen bin. Und hatte damals gesagt, naja, wenn die jetzt mal stärker korrigieren würde, dann wäre es für mich interessant. Ist es jetzt auch. Also die Aktie ist nach wie vor sehr interessant für mich. Aber es gibt für mich im Moment einfach gar keinen Grund, in dieses Unternehmen einzusteigen, solange es ein wirklich fallendes Messer ist. Das war es jetzt die ganzen letzten Wochen und Monate. Das ist es nach wie vor. Das heißt, es macht keinen Sinn, jetzt hier irgendwie, irgendwie den Helden zu spielen und schon mal vorauszupreschen und etwas zu kaufen, sondern wir warten ganz entspannt ab, gucken, wann kommt denn wieder sozusagen eine Steigung in den Aktienkurs und wann macht es denn Sinn, in die Aktie einzusteigen. Dann kann man kaufen, wenn es ins eigene Portfolio und in die eigene Strategie passt. Und dementsprechend, wenn du jetzt nicht genau weißt, ob PayPal bei dir auch in die Strategie passt und in dein Unternehmen oder in dein Depot passt oder vielleicht deinen eigenen Investitionsplan auch erst noch suchst, dann melde dich gerne mal bei mir für ein kostenloses Erstgespräch. Dann gehen wir auch mal durch, wie PayPal da bei dir reinpassen könnte oder ob das überhaupt Sinn macht, dass du die jetzt vielleicht hast und sprechen mal deinen persönlichen Investitionsplan durch. Und ansonsten hoffe ich, das Video hat dir schon mal weitergeholfen. Hinterlass mir gerne einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal, falls noch nicht geschehen. Und nicht vergessen, nimm an der Abstimmung in der YouTube-Community teil, welches Unternehmen und diesmal vielleicht wieder mal ein bisschen unbekannteres Unternehmen ich mir beim nächsten Mal anschauen soll. Guck dir auch gerne Old Dominion Freight Line, die Aktienanalyse an. Ich merke immer wieder, viele gucken sich nicht eher unbekanntere Unternehmen an, die sich aber total gut entwickelt haben und die absolut attraktiv sind, auch im aktuellen Marktumfeld, weil sie einfach immer nur den großen bekannten Namen drin sein wollen. Also guck dir auch durchaus mal unbekanntere Firmen an. Das sind teilweise tatsächlich wahre Perlen und dann wirst du vielleicht auch ein paar finden, in denen ich eher investiert bin. Ansonsten viel Erfolg weiterhin an der Börse, gutes Gelingen auch in der jetzigen Zeit und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Mach's gut, ciao.